Hallo liebe Freunde und herzlich willkommen zurück hier beim Yogi, bei mir in der Autoecke heute. Denn heute habe ich was für all die, ja, die geplagt sind von ihrem alten Autoradio, welches nur ein Kassettenabspielfach hat und weder CD, geschweige denn USB, Bluetooth oder irgendwelche anderen modernen Bequemlichkeiten. Aber auch für diese Leute bzw. für diese Radios gibt es Abhilfe, nämlich so ein Kfz-Autoradio-Player. Ja, die Verpackung sagt nicht viel, deswegen würde ich sagen, wir schauen dann direkt mal rein. So ein Teil wollte ich mir immer schon mal holen für unseren alten Passat, beziehungsweise, naja, so alt ist er eigentlich noch gar nicht. Aber da lässt sich vom Formfaktor her kein modernes Radio so ohne weiteres einbauen. Auf jeden Fall seht ihr schon, worauf das Ganze hinausläuft wahrscheinlich. Wir haben hier auf der rechten Seite, nein, auf der linken Seite ist es, einen 3,5 mm Klinkensteckeranschluss, dann ein schickes rotes Kabel, Länge ungefähr 1 Meter, würde ich mal jetzt grob schätzen. Und dann, ja, was haben wir denn dann hier? Eine ganz klassische Kassette, das Modell MKKD100, das ist eigentlich das meistverkaufte. Gibt es auf China-Marktplätzen wie AliExpress für um die 3 Euro ungefähr. Und das ist ein Kassettenadapter, der überträgt Audiosignale, die wir hier mit dem Klinkenstecker aus irgendeinem Audiogerät, zum Beispiel unserem Smartphone oder in früheren Zeiten vielleicht unserem Discman, MP3-Player, was auch immer, rausholen. Die Signale werden dann über diese Kassette in das Autoradio weitergegeben. Wie funktioniert das, fragt ihr euch vielleicht. Hier sind doch gar keine Bänder drin. Aber wenn ich Wikipedia richtig verstanden habe und euch das jetzt hier richtig wiedergebe, dann ist das hier oben, das Silberne, was ihr hier seht, ein Tonkopf. Und ja, das ist die Stelle, wo normale Kassettenabspieler oder natürlich auch jedes Autoradio den Ton abnimmt, sozusagen aus der Kassette. Da läuft normalerweise das Magnetband drüber. Ist hier nicht nötig. Das wandelt die Kassette aus diesem Signal hier offensichtlich, aus dem 3,5 mm Klinken-Audiostecker, direkt um und gibt das über diesen Tonkopf an das Abspielgerät weiter. Das werde ich jetzt mal austesten. Zunächst mal hier im Haus, falls das überhaupt möglich ist, in einer stationären Stereoanlage. Denn hier an der Seite kommt ja das kleine Kabelchen raus. Das könnte in so einer geschlossenen Kassettendeck vielleicht ein bisschen problematisch sein. Ansonsten begeben wir uns gleich ganz einfach mal raus zum Auto und schauen mal, ob das funktioniert. Und anschließend schauen wir hier natürlich auch noch mal rein, um zu sehen, was sich hier drin letztendlich dann verbirgt. Ja, liebe Freunde, ich bin eigentlich froh, dass ich das Teil zuerst im Auto getestet habe und nicht zuerst in meiner Anlage, beziehungsweise ja, im Endeffekt ist es völlig egal, denn ich kann euch schon eins sagen, das Kassettenfach, zumindest das linke hier meiner Anlage, das ist hinüber, das schließt nicht mehr, seitdem ich das Teil eingelegt habe und noch viel schlimmer, es läuft auch nicht mehr. Ich demonstriere euch das nochmal eben. Leider habe ich das eingangs nicht gefilmt beim ersten Ausprobieren, das gebe ich euch zu. Da hatte ich die Kamera nicht dabei, aber die Klappe hier, die hat vorhin geschlossen, das kann ich auch schon mal versprechen. Das tut sie jetzt nicht mehr, egal wie ich das Kabel hier zur Seite rausführe. Wahrscheinlich ist da der Haltestift irgendwo abgebrochen. Ist jetzt nicht ganz so schlimm bei dieser uralt Mikro-Soundanlage hier. Die kam irgendwo mal vom Sperrmüll, glaube ich. Ich demonstriere euch das gerade mal, wenn ich jetzt hier Power drücke. Dann haben wir selbst bei geöffnetem Kassettenfach. Ja, ihr könnt das hören, ein ziemlich störendes mechanisches Geräusch. Völlig egal, was ich hier oben betätige. Stopp, Play, Pause. Das linke Kassettenfach hier scheint im Eimer zu sein, das tut's nicht mehr. Ich opfer euch jetzt aber nochmal tatsächlich das rechte Kassettenfach und spiele euch nochmal die Kassette ab, beweis euch, dass das Ganze funktioniert. Also himmeln wir jetzt das zweite Kassettenfach, denn wie gesagt, die Anlage ist vom Sperrmüll. Ja, und da seht ihr auch das Problem mit diesem Kabel, das ist zum Teil echt problematisch. Tape 2 seht ihr hier oben, ist aber aktiv. Deswegen verbinde ich das Teil nochmal mit meinem Smartphone hier. Musik läuft auf dem Handy und ich drücke hier bei Tape 2 jetzt auf Play. Ja, da tut sich nicht wirklich was. Ich denke mal, ich habe die Anlage gehimmelt, beziehungsweise das Kassettenfach damit. Deswegen legt so eine Kassette, so einen Kassetten-MP3-Adapter bitte nicht in eure Heimanlage ein. Ihr könnt das sehen, selbst wenn ich hier den Powerschalter bediene, rattert das weiter. Woran das liegt, kann ich euch wirklich nicht sagen. Ich schalte jetzt hier den Hauptstromstecker ab. Das geht auch nicht mehr auf hier. Das Fach, das kann ich nur noch mit Gewalt tun. So, wir holen die Kassette raus und ich verbleibe mit der ganz dringenden Bitte, solche Kassettenadapter nur im Autoradio einzustecken, wo das Kabel sauber nach außen rausgeführt werden kann. Ihr könnt das hier sehen, hier ist sogar die Kabelisolierung leicht beschädigt worden, jetzt durch das Einsetzen in der Anlage. Und jetzt machen wir mal einen Live-Test. Ich vermute, ich habe auch das zweite Kassettenfach gehimmelt. Nein, habe ich nicht. Aber funktionieren tut es trotzdem nicht in einer Heimanlage wie dieser hier. Bitte nur im Auto benutzen.
Ja, da ist das besagte Radio in meinem Passat hier. Da packe ich das Teil jetzt ganz einfach mal ins Kassettenfach. Praktischerweise geht das bei den Autos, wie gesagt, mit der Schnur dann hier hinten raus. Das ist bei Kassettenabspielern zu Hause natürlich leider eher nicht der Fall, wie ihr gerade gesehen habt. So, packen wir die mal da rein. Geben wir hier ein bisschen Power drauf. Ja, wie ihr sehen könnt, hört man jetzt sowohl aus dem Laufwerk, das liegt aber wahrscheinlich eher am Autoradio selber. Ja, wie ihr vielleicht gemerkt habt, sollte man die Quelllautstärke offensichtlich nicht auf Maximum stellen. Wenn ich die am Handy auf Maximum stelle, dann war das gerade ziemlich verkratzt. Jetzt habe ich sie auf Hälfte gestellt, dann kann ich das hier hochregulieren. Lautstärke reicht immer noch und der Sound ist dann deutlich kratzfreier und übersteuert nicht. Solltet natürlich bedenken, wenn ihr das Lied hier pausiert oder stoppt, wie ich jetzt an eurem Abspielgerät, dann läuft die Kassette hier drin trotzdem weiter. Das hört ihr auch ganz deutlich an den Klappern. Außerdem auch an dem Rauschen in den Lautsprechern. Das stellt sich aber nach wenigen Sekunden ab, wenn das Radio kein Audiosignal mehr empfängt. So ist es zumindest bei dem Volkswagen Beta-Radio hier, bei dem alten. Ansonsten, wenn es das nicht tut, einfach Kassette wieder raus auf die ganz klassische Art und das Radio geht wieder an. Ja, funktioniert gut. Wie gesagt, man sollte die Quelllautstärke seines Handys beispielsweise nicht auf Maximum stellen. Das kann zumindest dieser Kassettenadapter nicht gut ab. Ist natürlich auch wahrscheinlich alles nicht gut abgeschirmt, wenn man sich mal die kleinen Kabelchen und die winzigen billigen Steckerchen hier anschaut. Aber es funktioniert, das kann ich auf jeden Fall schon mal sagen. So, ich habe das gute Stück jetzt hier mal aufgeschraubt und es fällt leider schon auseinander. Ich hoffe, ich bekomme das jemals wieder so zusammen. Was aber auf jeden Fall direkt auffällt, ist, dass das Klinkensteckerkabel mit seinen beiden Kanälen hier direkt an diesen Tonkopf da oben dran geht. Das könnt ihr dort mal eben sehen, über diese kleine Platine noch. Und diese ganze Technik hier oben, die scheint wirklich gar nichts mit der eigentlichen Mechanik dieser Kassette zu tun zu haben, also mit den Zahnrädern hier unten. Die scheinen wirklich nur zur Zierde da drin zu sitzen, beziehungsweise natürlich nicht zur Zierde, sondern damit das Autoradio, der Autoradio-Mechanismus anläuft und nicht in die Autostopp- oder Autopause-Funktion geht oder sowas. Damit das Autoradio auch denkt, hier liegt eine Kassette drin. Blöd ist, ja, dass ich das Ganze falsch rum geöffnet habe. Ihr könnt hier drüben auf dem Oberteil die kleinen Pinne sehen. Hier gehören nämlich zum Beispiel diese Zahnräderchen hin. Dann gehört das mittlere hier hin. Und ihr könnt sehen, das hat tatsächlich auch die anderen hier, haben keinerlei Kontakt zu der oberen Technik da mit diesem Tonabnahmekopf. Das Ganze hier, ich baue das mal eben wieder so zusammen, wie es war auf der anderen Seite. Das hat wirklich rein die Funktion, dem Autoradio zu simulieren, ja, dass hier eine Kassette eingelegt ist. So, komplett zusammengebaut. So sieht das dann aus, wenn alle Zahnräder ineinander greifen. Und ja, ich würde sagen, viel gibt es dazu nicht zu sagen. Im Grunde genommen sind die Zahnräder, wie gesagt, überflüssig. Die reine Audio-Umwandlung von Klinkenstecker auf den Tonkopf da oben, die funktioniert auch ohne die Zahnräder. Die dienen wirklich nur dazu, dass das Autoradio hier im Wiedergabemodus bleibt. Ich werde das Ganze wieder verschließen, hoffe, das funktioniert noch und bedanke mich auch im Zuge meines Outros jetzt bei euch, dass ihr dabei gewesen seid. Spektakulär war das diesmal nicht, weiß ich. Aber ja, ich wollte euch einfach mal kurz zeigen, dass so ein Ding hier funktioniert und ein bisschen auch, wie es funktioniert, wie es von innen aussieht, dass das wirklich auch nicht mehr als 3,50 Euro, was die Teile ungefähr kosten, wert sind. Legt es bitte nicht in eure Heimanlage ein. Ihr habt gesehen, warum nicht. Die könnt ihr euch unter Umständen damit schrotten. Ansonsten kann ich euch so ein Teil auf jeden Fall empfehlen für die kostengünstige Upgradung eures Autoradios. Ja, ich bin jetzt erstmal raus und wünsche euch alles Gute. Danke, dass ihr bis hierhin dabei wart. Lasst gerne ein kostenloses Abo oder natürlich positive Bewertungen. Instagram-Abos oder was auch immer da. Gibt's alles bei mir, ist alles irgendwo unten verlinkt. Ich wünsche euch jetzt erstmal einen schönen Tag, eine gute Nacht, was auch immer ihr gerade so treibt und hoffentlich bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.